ich euch so ansehe, ich sehe aufgeklärte Bürger, die ein gemeinsames Ideal haben. Alle zusammen. Guten Morgen. Gegrüßt, liebe Streaming-Junkies. Ja, Netflix gönnt uns in diesen Tagen wirklich absolut keine Atempause. In einer Zeit, in der gerade extrem viel Filme und Serien gehypt werden, die in irgendeiner Art und Weise Parallelen zur derzeitigen Corona-Krise aufweisen, serviert uns der Streaming-Dienst mit seiner ersten franko-kanadischen Eigenproduktion bis zum Untergang einen unglaublich packenden Survival-Thriller der Extraklasse. Und um beim Thema zu bleiben, ja, auch dieser bezieht sich auf einen solchen Katastrophenfall. Allerdings geht es hier nicht etwa um den Ausbruch einer solchen Pandemie, sondern nur um eine Gruppe von Menschen, die sich zur Sicherheit einfach schon mal darauf vorbereiten will. Neben einer autarken Selbstversorgung horten sie auch große Mengen an haltbaren Lebensmitteln und rüsten sich neben allerlei Energieträgern häufig auch mit einem umfangreichen Waffenarsenal aus. Um das Überleben seiner Familie in einem solchen Katastrophenfall sicherstellen zu können, hat sich der naive Antoine für ein Survival-Training beim Selbstversorger Guru Alain angemeldet. Doch Antoine ist mit seiner Paranoia absolut nicht alleine, denn neben ihm nehmen auch noch 5 weitere Personen an dem mehrtägigen Kursteil, die allesamt von Alain mit einem Schneemobil einzeln und mit verbundenen Augen auf seine abgelegene Farm transportiert werden, und diese liegt wirklich extrem abgeschieden in den Wäldern von Nord-Quebec. Unter ihnen befinden sich zum Beispiel so illustre Gestalten wie der passionierte Jäger François, der militante David und die nahkampferprobte Rachel. Neben der Arbeit mit Naturpflanzen im eigenen Gewächshaus und einem Lauf- und Schießtraining steht auch die Herstellung von Bomben auf dem Survival-Plan. Als François dabei allerdings schwer verletzt wird, weigert sich Alain, die Rettungskräfte zu alarmieren, da er fürchtet, selbst verhaftet zu werden. Nachdem der Streit innerhalb der Gruppe daraufhin völlig eskaliert, flüchten Antoine und Rachel in die eisigen Wälder, um Hilfe zu holen. David und Alain auf der anderen Seite wollen dies aber mit allen Mitteln verhindern und eröffnen eine brutale Jagd auf die beiden. Der Film nimmt sich zuerst sehr viel Zeit, um ein paranoides Bedrohungsszenario aufzubauen, und die abstrusen Verschwörungstheorien des bunt zusammengewürfelten Haufens letzten Endes auf den Zuschauer wirken zu lassen. Doch dann explodiert die Handlung förmlich und es entwickelt sich zu einem bis zur letzten Minute packenden Survival-Trip vor beeindruckender Naturkulisse, der unseren Klopapier-Hamsterkäufern hierzulande mal ordentlich den Stinkefinger zeigt. Bis zum Untergang setzt dabei von Einbrüchen in vereiste Seen über Schusswechsel vor beeindruckender Naturkulisse bis hin zu blutig brutalen Nahkämpfen fast durchgehend auf altmodisches Filmhandwerk und lässt dabei CGI-Effekte weitestgehend außen vor. Und genau das lässt die ganze Handlung dann auch noch um einiges authentischer wirken. Und eines kann ich euch versprechen, gerade im letzten Viertel dieses knapp 80-minütigen Survival-Trips gibt es noch einmal einen brutal heftigen Plot-Twist. Also, mehr Werbung geht an dieser Stelle wirklich nicht. Ich wünsche euch jetzt extrem viel Spaß beim Stream. Jetzt servieren wir euch natürlich auch noch den offiziellen deutschen Trailer zum Nachtisch. Wir sagen Bella Ciao, möge der Stream mit euch sein. Bis bald. Lebensmittelläden in Montreal werden alle 3 Tage beliefert. Das heißt, wenn die LKWs nach 3 Tagen nicht da sind, bleiben die Regale leer. Deswegen heute die Anleitung für Milan. Falls es eine Wirtschaftskrise gibt oder sich der Planet noch mehr erwärmt, dann kriegen die Leute Hunger, wir sind vorbereitet. Und vergessen Sie nicht, um zu leben, muss man überleben. Ich werde euch jetzt erklären, was eine dauerhafte Überlebensbasis ist. Diese 6 Kollektoren liefern mir 2600 Watt. Da ist ein Hühnerstall und da hinten ein Gewächshaus. Das da hinten sind die Fluchtwege für den Fall eines Angriffs. Nicht falsch verstehen, das da sind keine Spazierwege. Der Schutz eurer Ressourcen und eures Geländes ist der Schlüssel für euer Überleben. Bloß haben leider nicht alle euren guten Menschenverstand. Und diese Leute werden alles versuchen, euch zu stehlen, was ihr habt. Und wenn das passiert, will ich nicht, dass mein Leben auch darunter leidet. Hast du Angst? Scheiße! Warum sagen wir nicht, dass es ein Jagdunfall war? So sieht kein Jagdunfall aus. Wir müssen die Polizei rufen. Wir wollten gemeinsam eine Lösung finden. Eine Lösung wofür? Eine, die uns in die Scheiße reitet? So eine Situation ist nicht alltäglich. Und du geh mir aus dem Weg! Wir werden hier alle sterben. Was sollen wir jetzt tun, deiner Meinung nach? Aber wenn ich euch so ansehe, ich sehe aufgeklärte Bürger, die ein gemeinsames Ideal haben. Alle zusammen. Guten Morgen.